Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Rogue. Ja, wir sind immer noch hier in diesem Dorf, wo die Männer von Kissigawase bzw. die Franzosen die Dorfbewohner als Geisel benutzen oder sie gefangen halten. Beim letzten Mal, wo ich aufgehört habe, zu spielen, waren es 6. Jetzt stehen 7, dass wir schon 7 gerettet haben. Das liegt, da haben wir den folgenden Grund. Nämlich, ja, ich musste jetzt, also ich habe eine Aufnahmepause gemacht, jetzt muss ich die Leute nochmal von vorne retten. Und da drüben ist schon hier der Herr Assassine. Deshalb habe ich jetzt unglücklicherweise einen mehr gerettet. Hä? Hallo, greif ihn doch an, Mann. Sitzt der hier? Manchmal kann man aber auch nicht plündern, nur aus einer bestimmten Position. Das ist komisch. Da haben wir eben einen mehr gerettet als beim letzten Mal. Ihr müsst sie alle finden! Thank you, sir. You were so good to me. Den interessiert es aber auch nicht. Okay. Fehlen nur noch 3. Die scheinen alle auf der anderen Seite zu sein, irgendwo. Man dann wahrscheinlich auch erstmal zum Aussichtspunkt gehen. Beziehungsweise sind gar nicht die Briten, das sind die Assassinen-Anhänger. Wo ist denn der? Ach da. Scheiße. Alter. Jo, in the bush, out. Mist, das war scheiße. Das sind aber auch ein paar Dreckskerle. Alter, warum? Dafür wirst du bezahlen. Na komm her. So, jetzt muss ich echt aufpassen. Oh, ist doch cool. Alter. So, da drüben darf ich es unter Garantie nicht verkacken. Ich kletter mal hier hoch, denn ich synchronisiere erstmal den Aussichtspunkt. Ah, das ist ärgerlich gelaufen. Tut mir echt leid für die. Viele Leute.
Mist. Naja. Ah. Wisst ihr, der hat sich darauf zu konzentrieren, ob hier... dem Zufall überlassen. Machen wir es einfach mal so. Puh. Ehrwürdige. Mein Name ist J. Patrick Cormick. Ich bin ein Freund. Ein Freund für wahr. Euch gilt der Dank meines Volkes, Shay Patrick Cormick. Solange ihr auf Erden wandelt, habt ihr einen Platz hier bei uns. Ich danke euch. Ich bin es, die zu Dank verpflichtet ist, junger Mann. Wärt ihr so freundlich, mich zu begleiten? Okay. Man nennt mich Onatar. In meinem Volk gibt es eine Legende. Sie erzählt, wie das Land unter unseren Füßen geboren wurde und wie Gut und Böse in die Welt kamen. Die Himmelsfrau verstreute ihre Weisheit über das Land. Folgt ihr ihrem Weg, lernt ihr die wahre Geschichte unseres Volkes und lüftet vielleicht sogar das Geheimnis in dieser Höhle. Falls ihr der Held seid, für den ich euch halte. Ihr ehrt mich, Ehrwürdige. Ihr seid es, der uns ehrt. Shay Patrick Cormick. Lebt wohl. Okay. Sehr interessant. Wir sollen also so eine Art Auserwählter sein. Okay. Ah, und da werden dann hier solche eingeborenen Säulen angezeigt. Scheint es in jedem... Naja, hier nicht. Aber sonst scheint es die fast überall zu geben. Ah, wie kann man denn... Ach so, da tut man die Totems dann rein. Ähnlich wie in Assassin's Creed Brotherhood, ach Quatsch, Brotherhood, Assassin's Creed 4 Black Flag, mit den, naja, Maya-Schlüsseln. Na gut, in Brotherhood gab's das auch, das war mit den Romulus-Schlüsseln. Da war das dasselbe. Kriegen wir vielleicht dann am Ende auch so eine schnicke Montur raus. Okay, dann haben wir den Eingeborenen hier geholfen. Jetzt müssen wir, der britischen Armee helfen. Denn die werden gerade von den Franzosen angegriffen, glaube ich zumindest. Können, bevor ich jetzt hier die Insel verlasse, sollte ich mich vielleicht erstmal hier richtig umschauen. Okay, war anscheinend nicht so hoch. Truhe nehme ich natürlich gerne mit. Aber ich würde sagen, wir schauen uns hier auch noch an den anderen Stellen noch ein bisschen um.
Denn es gibt hier noch mehr, so wie es aussieht. Hase brauchen wir nicht unbedingt, denke ich. Den Shanty, den könnten wir versuchen zu kriegen. Jede Menge Hasen sogar. Ich weiß, ob es so gut ist, hier hochzuklettern von der Seite. Ah, es war sogar sehr sehr schlau. Verbinde klug und schlau. Klau. Oh, Stuhl. Geht auch. Was ist das da? Höhlenmalerei. Achso. Ist da mal schnell eine Schnellreise hin? Ja, Schnellreise nicht verfügbar. Wie gemein. Geh mal ein bisschen oben lang. Kann auch nicht schaden. Okay, dann sind wir schon fast da, bei der Höhlenmalerei. Und ich frage mich, was das eigentlich bringt, die zu sammeln. Ich glaube, da gab es doch immer so kleine Geschichten dazu. Eine Datenbank vielleicht? Momente vielleicht? Höhlenmalerei, nach da gab es die. Unheil. Unterdessen, während der gute Geist im Licht arbeitet, bereitet der böse Geist Unheil im Schatten. Aha. Menschheit. Der gute Geist sah, dass seine Schöpfung seine Worte befolgte und zur Weisheit fähig war. Er wünschte, dass sie auf ewig in Harmonie leben sollten. Sturheit. Der gute Geist sah die Untertanen seines Bruders nicht... und wusste, dass selbst seine Hilfe nicht reichen würde. Er bat seinen Bruder, sein Tun einzustellen, doch der böse Geist lehnte ab. Wow, haben wir nicht sehr viel. Das ergibt wahrscheinlich alles erst einen Sinn. Ah, wir hätten erstmal näher rangehen sollen. Das hat er noch gar nicht registriert, so wie es ausgesehen hat. Na, wenn wir vielleicht mal alle haben, dann können wir uns das mal durchlesen. Oh, die Bank ist voll, müssen wir mal leeren. Dann können wir gleich mal auf die Morrigan gehen und da unsere Bank entleeren. Gehen wir erstmal, holen uns aber noch schnell die Templerkarte, so wäre ja am günstigsten. Jetzt, wo wir schon so gut wie da sind. Ich habe nur das ungute Gefühl, dass wir hier von der Seite gar nicht dahin kommen. Oder?
Doch, dürfen wir hinkommen. Das passt. Und wie? Ach so. Ja, keine Ahnung, wo das sein soll. So, jetzt müssen wir nur wieder zur Dings kommen. Kann man hier vielleicht irgendwie wieder hochklettern? Da kann man hochklettern. Meine Nase juckt gerade übelst. Keine Ahnung warum. Ich will ständig kratzen. Ist gerade nicht so geil. Geh auf zum Morrigan. Das sah cool aus. Muss man ja sagen. Dann helfen wir der britischen Armee. Die man ja eigentlich aus den Vorgängerteilen nicht so wirklich lieben lernt. Ist ja irgendwo. Ah, da ist ein Heuhaufen. Oh shit! Ich dachte, der springt in den Heuhaufen. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Wir treten erstmal unsere Kabine und sacken alles Geld ein. Uiuiui. Ganz schön viel Kohle. Finde ich gut, dass es endlich mal wieder so ein Banksystem gibt. Hatte man ja schon lange nicht mehr. Oh, ich habe es einfach nie beachtet. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Schiffe rammen. Treff die Top- und Rahmsegel! Ups! Sie gehen runter! Sie gehen runter! Oh, das waren nur Zivilisten. Gib mir etwas Hart! Das tut mir echt leid. Es tut mir leid. Wir sind doch in die Wanten! Alle Segel öffnen! Es tut mir wahrlich leid. Die Briten helfen. Gibt es eigentlich irgendwelche optionalen Missionsziele? Nö. Ja, kommt her. Ich nehme es euch mit euch allen auf, wenn es sein muss. Das war easy. Naja. Das mit den, naja, ich bewerte es mal ganz okay. Es war jetzt nicht die Über-Mega-Mission. Muss ich ja zusammenfassen, die beiden. Ganz okay. Das mit den Briten war jetzt ein bisschen lame. Das hätte man vielleicht zuerst machen sollen. Aber naja.
Ja. Die Briten haben gewonnen und die Dorfbewohner haben mich gerettet. Haltet doch mal die Klappe. Ja, und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich brauche ein bisschen Ruhe, mit euch zu reden. Also, wir sehen uns im Endscreen. Bis dahin. Ja, das war eine brandneue Folge von Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir haben die Dorfbewohner gerettet, auch leider mit ein paar Verlusten. Und wir haben noch den Briten geholfen, gegen die französischen Truppen anzukommen hier. Ja, und dann müssen wir uns in der nächsten Folge mit unseren Templer-Freunden zusammensetzen und nachdenken, ja, wie wir uns am besten vor den Angriffen von Kisegawase, unseren alten Assassinenkameraden, schützen können. Ja, und wie das alles ausgeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.